Was geht ab, Freunde? Neue Player Review auf meinem Kanal. Und zwar schauen wir uns heute zusammen an, ob sich Fridolina Rolfe lohnt. Ja, endlich hat die Frau eine Special-Karte bekommen. Und zwar sogar eine Food-Fantasy-Karte. Ihr seht es ja schon, 4 Sterne Skills, 5 Sterne Weakfoot, starker Fuß links, super. Ja, sie kommt als Linksverteidiger raus, 1,78 groß, Arbeitsraten hoch, hoch. Da würde man jetzt sagen, okay, als Linksverteidiger ist das vielleicht nicht unbedingt für jeden Spielertypen nice, wenn die so hoch, hoch hat, ne, weil die halt auch viel nach vorne läuft und so. Das heißt, du musst mit Anweisung auf jeden Fall dann wahrscheinlich machen, dass sie hinten bleibt. Aber als Linksverteidiger denkst du dir halt auch vielleicht so, ja, 87 Pace, weiß ich jetzt nicht so, wenn du dir die Ingame-Stats auch mal anguckst, so 88 Antritt, 87 Sprinttempo, okay, hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich weiß halt, dass Rolfe trotzdem krass ist, egal wie schnell sie ist. Aber der Schuss war bei Rolfe halt immer schon so ein Ding, sehr stark. 88 Stellungsspiel, 86 Abschluss, 88 Schusskraft, 84 Weitschüsse, hört sich sehr, sehr, sehr solide an. Gerade für jemand, der vielleicht im Mittelfeld spielen würde, Passspiel vor allen Dingen auch, Passspiel überragend, 88, 89 Übersicht, 87 Flanken, 95 kurzer Pass, 80 langer Pass, also langer Pass ist noch okay, aber 95 kurzer Pass gestört. Dribbling ist okay für eine Linksverteidigerin, 80 Beweglichkeit, 80 Balance, dafür aber 90 Reaktion, 93 Ballkontrolle, 93 Dribbling, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das in-game anfühlen wird. Defensive 87, super. Brauche ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Ist sehr, sehr solide. Egal für welche defensive Position ist das sehr stark. Und 84 Physis ist auch sehr gut, weil die Frau ist ja auch nicht so groß. Deswegen ist wichtig, dass sie Physis hat. Weil mit 1,78 muss sie auch den einen oder anderen wegdrücken kann. Und jetzt habt ihr es vielleicht gesehen, jetzt habe ich nicht schnell genug gewechselt. Die Frau kann tatsächlich noch andere Positionen spielen. Linker Flügel, okay. Aber ZM. Die Frau kann ZM spielen. Und das changed bei Rolfe natürlich alles, weil guck dir diese Stats mal als ZM an. Und da macht der Price Tag, die kostet ja ungefähr 600k, dann schon wieder auf jeden Fall mehr Sinn, weil die Frau halt als ZM, glaube ich, komplett gestört ist. Und deswegen habe ich die SBC auch direkt gemacht, um sie direkt für euch zu testen. Und ja, man kann sich natürlich auch nochmal hier angucken, die Playstyle Plus und so weiter. Sie hat einmal Schnittstellenpass, das ist halt auch richtig geil für den ZM, für die ZM-Position. Da hat sie noch harter Pass, das wäre geil für die Außenverteidigerposition, dass sie den in grauer. Technical ist nice, diese Rakete ist nice, unerbitterlich ist nice, First Touch ist nice. Und Trickster Plus ist halt ein bisschen Quatsch. Aber sie hat immerhin einen guten Playstyle Plus dazugekommen, muss man ganz klar sagen. Dann kann man sich die Upgrades noch angucken. Ja, die kann ja insgesamt 4 Upgrades holen. Ab dem 3. März zählen die Spiele. Barcelona ist halt krass. So, die werden bestimmt mal zu 0 spielen. Sie muss ja ein Spiel nur zu 0 spielen. Dann kriegt sie schon plus 1. Das heißt, auf 90 sollte sie eigentlich safe gehen. Gewinnt 2 Spiele in den nächsten 4 Spielen. Das sollte Barca auch schaffen, weil Barca hat, wie gesagt, einfach eine komplette Dominanz in der Frauenfußballwelt. Das heißt, das sollte sie auch machen. Das heißt, sie geht wahrscheinlich auf eine 91. Profi kommt in den nächsten 4 Spielen 3-mal zum Einsatz. Schwierig. Verein erzielt in den nächsten 4 Spielen 11 Tore. Das sollte Barca, glaube ich, auch schaffen. Da müssen sie ja nur ein Spiel mal richtig rasieren, 6-0, 7-0 oder so gewinnen. Und dann sollte das auch passen. Das heißt, sie kann sehr realistisch auf eine 90, 91, 92 gehen. Das Problem ist halt, dass sie aktuell verletzt ist. Aber ich habe gesehen, dass manche irgendwie gepostet haben, dass sie wieder im Training ist und so. Ich habe keine Ahnung, wann genau die Frau zurückkommen soll. Aber selbst wenn die Frau auf eine 92 geht und jeden Stat nochmal so plus 3 bekommt, dann hat sie ungefähr 90 Tempo, hat sie ungefähr 88 Schuss, ungefähr 91 passen, ungefähr 93 Dribbling, ungefähr 90 Defending und ungefähr 87 Physis. Und das für 500 bzw. fast 600k hört sich erstmal sehr solide an. Ja, Linkbarkeit, ich habe sie jetzt so eingebaut, ich habe sie extra mal auf Linksverteidiger gepackt, damit man es am Anfang vom Video nicht gesehen hat, dass die Frau auch ZM kann. Ja, ich werde sie jetzt so in dieses Team einbauen. Ich habe auch tatsächlich Werner abgeschlossen, habe den auch schon getestet. Ich wollte erst ein Werner-Review hochladen, dachte mir dann aber, nee, okay, Fridolina Rolfe ist jetzt rausgekommen, muss ich die Frau eigentlich machen und dazu ein Review hochladen. Ich habe auch den Mann jetzt fertig gemacht, will ich auch mal testen, weil jetzt, wo wir so viele SBCs bekommen, ist das ja eigentlich der Grind, den man in FIFA macht, ne? Man macht SBCs und will dann gucken, ob die Karten halt geil sind oder nicht. Das ist immer nochmal ein neuer Reiz, finde ich persönlich, an dem Spiel, wenn man so eine neue SBC sieht und dann denkt, oh ja, die könnte man ja machen. Und deswegen gebe ich euch jetzt hier einfach den Insight, ob man die SBC machen sollte oder nicht oder ob man sich einfach die Coins spart und auf den nächsten Tag wartet, weil wir ja fast daily SBCs bekommen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne schon mal ein Like bei
diesem Video da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft dann solche Videos auch nicht zu verpassen. Und dann können wir jetzt eigentlich auch reingehen und Fridolina Röll für mal 3 bis 5 Spiele testen. Ich weiß, ja, ich glaube, ich mache sogar 5 Spiele. Vielleicht reichen 3 Spiele auch schon aus. Vielleicht sage ich dann aber, nee, 3 Spiele haben mir noch nicht gereicht, um Review zu ziehen. Ich mache doch nochmal 2 Spiele mehr. Dann seht ihr jetzt auf jeden Fall ein paar Ingame-Szenen und am Ende dann nochmal ein Fazit zu der Karte, was mir positiv aufgefallen ist, was mir negativ aufgefallen ist und ob ich jetzt auch sagen würde, von den Stats her sage ich safe machen, aber ob sie sich halt in-game auch gut spielt, ne? Das ist ja die Frage. Oh, guter Ballgewinn von Fridolina Rolfe. Oh, guter Pass. Ah, oh, Mbappé. Guter Ballgewinn wieder von Rolfe. Sehr guter Ballgewinn wieder. Oh, die räumt da gut ab. Und da ist das Tor. Durch den Ballgewinn von Rolfe, Jungs. Boah, guter Ball. Starkes Tackling, Rolfe. Testen wir mal ihr Shooting. Oh, gut abgeblockt. Und direkt wieder der Ballgewinn. Alter, ist das stark. Und das Rolfe! Gutes R1-Dribbling, Jungs. Stark und starker Abschluss. Kannst ja auch mit rechts und links machen. Ja, sehr guter Antritt. Und guter Schnittstellenpass. Und da wird Werner gefoult. 11 Meter. Oh, aus der Ferne. War gar nicht schlecht. Boah, riesen Patzer von Rolfe, aber da konnte sie nicht mal was für. Komm, mach mal Gas, Rolfe. Schöner Ball. Schön abgefangen von Rolfe. Boah, guter Distanzschuss. Ja. Ein gutes Dribbling von Rolfe da. Gut abgefangen eigentlich von Rolfe. Und trotzdem geht er rein. Das ist FIFA. Schön Rolfe. Was war das denn gerade von Rolfe, hä? Schöner Ballgewinn von Rolfe. Oder auch nicht. Stark, Rolfe. Stark. Oh mein Gott, was? Stark von Rolfe. Oh, ein gutes Dribbling, Digga. Da wollte ich es mal drauf ankommen lassen. Schön von Rolfe. Jetzt hier den Pass finden. Ah, muss den Pass finden. Rolfe. Und Rolfe. Stark, Digga. 11 Meter. Schöne Lücken gefunden da, Digga. Wieder schön die Lücke gefunden. Ja, Rolfe, und jetzt brauche ich den Pass. Der Pass war Quatsch. Und schön den Ball abgefangen, Rolfe. Schön den Ball abgefangen, Rolfe. Ah, der Antritt. Kannst du nicht so geil vorbeigehen. Boah, gut gemacht von Rolfe. Und dann legt sie sich den Ball da so weit vor. Ich habe nichts gedrückt. Das Ding ist, schöner Pass jetzt. Oh, das war Quatsch. Aber der Pass kommt noch.
Oh, den Ball muss sie machen. Schön aufgepasst, Rolfe. Und schöner Pass. Und dann macht Mbappé da Faxen, Alter. Gut, Jungs, ihr seht's. 8 Spiele haben wir jetzt mit Rolfe gemacht. 2 sind davon, glaube ich, gequittet. 2 davon sind relativ früh rausgegangen. Das heißt, eigentlich haben wir 3 Spiele voll gemacht und 2 Spiele so zur Hälfte. Passt, glaube ich, würde ich sagen, jetzt so ungefähr von der Auswertung, beziehungsweise reicht, um ein Fazit zu ziehen. Und ich muss sagen, die Karte spielt mehr oder weniger so, wie du sie erwarten kannst. So 87 Tempo fühlt sich ein bisschen langsamer an in manchen Aktionen, aber manchmal auch schneller. Also ja, ist so ein Mittelwert. Manchmal fühlt sich das echt gut schnell an, wie ihr auch in der einen oder anderen Aktion vielleicht mal beim Dribbling oder so gesehen habt. Aber manchmal war auch dieser Antritt irgendwie ein bisschen zu langsam. So, vielleicht ist es auch so dieser First Touch ein bisschen. Ich weiß nicht, hat sie dafür ein Playstyle? Eigentlich hat sie sogar Playstyle plus First Touch. Manchmal war der halt richtig gut. Ja, okay, deswegen liegt das wahrscheinlich auch daran. Ne? Manchmal war der richtig gut, manchmal aber halt nicht. Und wenn der First Touch nicht gut ist, so, dann ist sie nicht so schnell vom Fleck gekommen. Das könnte als Linksverteidiger halt echt ein bisschen problematisch werden. Weil ich spiele jetzt aktuell gerade als Linksverteidiger Davis zum Beispiel und der ist halt Turbo ohne Ende. Ne? Also mit dem kannst du halt, den passt du den Ball und kannst so sprinten, dann bist du halt vorbei. Das stelle ich mir bei der ein bisschen schwierig vor vom Tempo, deswegen mit Upgrades vielleicht noch besser, aber würde ich deswegen erstmal allein schon vom Tempo für einen Linksverteidiger, glaube ich, ausschließen. Selbst wenn du auf der Linksverteidigerposition jemanden haben willst, der mit ins Spiel eingreift und so, weiß ich nicht, dann kannst du halt trotzdem Davis spielen. Der kann auch geil im Spiel eingreifen, geile Flanken spielen und so. Da brauchst du keine Rolfe für. Und Davis hat ja auch nur 100-200k mehr gekostet, glaube ich. Also da finde ich Davis als Linksverteidiger zum Beispiel schon deutlich besser. Da würde ich jetzt nicht auf Rolfe tendieren. Aber ich habe sie als ZM getestet, so. Gerade deswegen, weil als Linksverteidiger kam sie für mich so oder so nicht in Frage. Und als ZM war das Tempo auf jeden Fall solide. Das hat gereicht, weil ich habe sie vor allen Dingen auch ja neben sie dann gespielt. Na, das heißt eher so für den defensiven Part. Und da muss man sagen, da habt ihr wahrscheinlich auch in den Auktionen gesehen, dieses 87 Defending, super. 87 Defending, ich habe noch Shadow draufgepackt, super. Also die fängt wirklich richtig gut die Bälle an, ab. Stellungsspiel ist da richtig nice. Und ja, als Sechser, beziehungsweise als Abräumer kann man die auf jeden Fall gut spielen. Da wäre jetzt die Frage, ob sie besser ist als vielleicht so ein Kanté oder Kimmich, die ich hier auch noch auf der Bank habe. Ich weiß nicht. Also vom Defensiven her würde ich sagen, dass Kanté noch besser ist. Von der Präsenz her fand ich Rolfe aber besser. Also durch ihre Physis und auch dadurch, dass sie ein bisschen größer ist und so, habe ich irgendwie mehr so Rolfe auf dem Platz gesehen als so ein Kanté. Aber Kanté ist halt in den Zweikämpfen nochmal deutlich bissiger. Aber da kommt sie schon nah ran. Also sie war auch sehr stark in den Zweikämpfen. Sie war auf jeden Fall zum Beispiel besser als Kimmich. Und Kimmich ist halt ein gutes Beispiel. Kimmich kann auch offensiv was, so Pässe spielen und so. Das kann Kanté ja zum Beispiel nicht. Kanté ist ja wirklich nur ein Abräumer, mehr kann der leider nicht. Kimmich ist dann so ein bisschen weniger Abräumer, kann ein bisschen mehr das Spiel leiten. Und da sehe ich halt Rolfe auch. Und dafür muss man sagen, dass Rolfe im Defending und sowas deutlich besser war. Und in der Spielaufmachung war sie mindestens genauso gut wie Kimmich. Also du hast halt mit 5 Sternen Weakfoot rechts und links kannst du Pässe spielen. Ihr habt es wahrscheinlich auch gesehen, die hat geile Schnittstellenpässe gespielt. Dafür hat sie auch den Playstyle Plus. Kimmich hat halt den geilen Playstyle Plus, dass du so über die letzte Reihe sozusagen spielen kannst mit einem geilen Steilpass. Das habe ich jetzt mit Rolfe halt auch nicht probiert. Aber du kommst halt trotzdem durch die Viererkette hinten durch oder Fünferkette. Dann halt mit Schnittstellenpässen. Deswegen ist eigentlich egal, welchen Playstyle Plus, ob du jetzt den bei Kimmich hast oder den. Diese beide eigentlich sehr OP. Kimmich hat halt auch diesen Schnittstellenpass. Ne? Also er kann halt beides. Aber es reicht halt, wenn du den Schnittstellenpass oder dieses über die Mauermäßige hast. Und dafür ist Rolfe halt schneller. Und ich finde, wie gesagt, dass sie defensiv halt besser ist. Vom Dribbling her, 90 Dribbling, weiß ich nicht. Manchmal ja, manchmal nein. Nein, du brauchst schon dieses Technical, also manchmal dieses R1-Dribbling, damit du an ein paar Spielern vorbeikommst. Sie ist zwar klein, aber du merkst halt trotzdem, also klein in Anführungszeichen, aber du merkst halt trotzdem, ihre Beweglichkeit im Balance ist jetzt nicht so on point. Da hoffe ich, dass sie nochmal die Upgrades bekommt. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, dass wenn sie ins Team passt, würde ich sie, glaube ich, so oder so mitnehmen. Wenn sie nicht ins Team passt, dann müsst ihr halt ja, darauf hoffen, dass sie Upgrades bekommt und dann würde ich sie mitnehmen. Aber dadurch, dass Barcelona ja sehr wahrscheinlich eigentlich 3 Upgrades safe macht, dann wird die safe sehr krass sein und dann ist der Preis auf jeden Fall absolut Preis-Leistung top. So dementsprechend, ich würde sagen, wenn sie ins Team passt, nimmt sie auf jeden Fall mit. Wenn sie nicht ins Team passt, nimmt sie auch eigentlich mit, ja. Also ist dann nochmal eine Überlegung wert so, ne, ob man sie dann irgendwie mal einbauen kann, wenn sie die Upgrades bekommt oder so.
aber ich finde sie schon besser als Kimmich und Kanté, weil sie halt so dieses Box-to-Box ein bisschen besser noch macht. Wisst ihr so, Kimmich ist auch geil Box-to-Box, aber ist halt ein bisschen langsam, finde ich, und ist halt defending-technisch nicht so nice. Da ist Rolf halt besser, sie ist schneller, defending irgendwie technisch besser. Im Schuss ist sie an sich auch besser als Kimmich, aber irgendwie habe ich keine Tore oder ein Tor, glaube ich, nur mit ihr hinbekommen. Weil irgendwie war sie nie so in den geilen Schussspots, aber an sich ist ihr Schuss halt auch gut. Und ja, das hat halt Kanté zum Beispiel alles gar nicht, ne? Kanté kann nach vorne halt nichts, keinen guten Schuss, kein gutes Passen. Dafür halt im Defending ein bisschen besser. Aber ich glaube, wenn Rolfe da auch noch Upgrades bekommt, dann kann sie da auf jeden Fall gut mithalten. Und deswegen finde ich, ist das eine sehr, sehr gelungene SBC und kriegt von mir einen Daumen hoch. Deswegen hoffe ich, dass ihr auch einen Daumen hoch bei dem Video da lasst, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.